Ich mach mal ein bisschen Dampf hier. Willkommen zu Firefighters. Die Schlimmulation. So, willkommen. Oh Gott, ich glaube, es wird zu fürchterlich. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, worauf wir uns hier einlassen. Ich habe meine Gesamtlautstärke, ich brauche mal ein bisschen leiser, ein klein wenig. Alter, die Musik. Es heißt in Deutsch, also... Yeah, harte Klänge! So, Alter, es wird so fürchterlich. So, was? Mausachse invertieren? Huch. Huch, ich spiele mit dem Gamepad. Was für eine Mausachse invertieren? Schichtlänge normal? Lang? Kurz? Normal? Was denn sonst? Oh Gott, ich mache... Ist das Spiel zu laut? Nein, ne? Wie kommst du auf das Spiel? Wollte schon immer vorher meine Ähne. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich wollte einfach mal... Ich wollte mal gucken, wie schlimm es doch ist um das Spiel, wie schlimm es doch steht. Also, es heißt Firefighters, die Simulation! In Deutsch heißt es übersetzt, Berufsfeuerwehr, die Simulation, heißt es übersetzt. So, wir machen ein neues Spiel. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, ich denke schon. Oh Gott, ich habe ein wenig Angst, was uns jetzt erwartet. Ich trinke mir nochmal einen Schluck Mut an. Achso, das Ganze wird übrigens auf YouTube erscheinen, also falls du jetzt gerade guckst, ne, es ist schon raus auf YouTube. Es wird auch kein Let's Play, es wird einfach nur so ein paar Folgen für zwischendurch so zum Gucken. Es wird so... Boah, wie böse der guckt. Ne, warte mal, ich mach nochmal eben Dampf. Guten Morgen, du musst unser neuer Kollege sein. Ich hatte dich schon erwartet. Du kannst dich glücklich schätzen... dass unser Chef heute mit dem Großteil unserer Belegschaft auf einer Schulung ist. Der hätte mit dir jetzt erstmal eine stundenlange Führung über das gesamte Gelände gemacht. Wir machen jetzt nur eben das Wichtigste im Schnelldurchgang. Alles Weitere wirst du dann später schon selber finden. So, folge mir bitte, damit wir schnell erledigt haben, damit wir das schnell erledigt haben. Was? Ich habe keine Ahnung von Feuerwehr und wir machen nur einen Schnelldurchlauf. Aber den Rest wirst du schon finden, weißt du, so... Ah, weißt du, da brennt ein Haus. Ja, du wirst schon irgendwie die richtigen Teile finden, was du da machen musst. Was? Alter. Oh Gott. Oh, wie süß. Oh, das ist ja... Alter. Das ist ja voll empfindlich. Oh, wie niedlich das ist. Oh Gott. Die Steuerung ist furchtbar. Oh Gott. Alter, die Steuerung ist so fürchterlich. Kann ich das irgendwie... Oh Gott, kann ich das... Kameraintensität kann man einstellen sogar. Ich werd bekloppt. Oh, das ist besser. Oh Gott. Ich mach das mal ein bisschen... Nein, nicht invertieren. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich muss gerade noch mal in die Steuerung. Es tut mir leid. So, jetzt probier's nochmal aus. So. Wo ist der... Wo ist der denn... Alter, die Musik. Die Musik ist der Hammer. Wo ist der denn hin? Der ist einfach weggelaufen. Ah, hier. Ja, mein Meister. Alter, wieso ist der so groß und wieso... Wieso ist der so groß und wieso guckt er so gruselig? Hallo, was ist denn... Huch, ich kann durch ihn durchgehen. Alter. Was denn? Ich dachte, der redet mit uns und erklärt uns... Was ist das denn hier? Ah, eine Riesenhalle. Die haben übrigens auch keine Feuerwehrautos. Ne? Also wenn so der Feuerwehralltag aussieht, also dann will ich mich direkt da bewerben. Vor allem mit so einer geilen Mucke im Laden. Ah, hier, Klo, kann ich hier... Huch! Die Türen gehen automatisch offen, ich habe gar nichts... Sag mal, wieso bin ich denn... Ich habe ein bisschen... Alter, was ist das für ein Riesenklo? Alter, was ist das wirklich? Ich kann nur niemals das Klo besuchen. Das heißt, wenn ich müsste, müsste ich von hier aus mit dem Strahl in die Brille treffen. Also in die Schüssel. Wieso bin ich denn so klein? Ich kann nur niemals aus dem Fenster gucken. Der Mülleimer ist fast größer wie ich. Alter, was ist das für ein Spiel? Oh Gott, es ist so furchtbar. So furchtbar lustig. Ah, komm, wir gehen erstmal um Damenklo. Und wieso gibt es auch Männerklo kein Pissoir? Ich finde mich ein bisschen unterbemittelt. Das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Huch,
Ah, hier stehen die Feuerwehrautos. Wow, geil. Was? Fire Department. Ich find's gut, dass es ein deutsches Spiel ist und dass auf den Autos Fire Department steht. Das ist schon mal sehr geil. So, hier haben wir irgendwie einen Besen. Also bitte, liebe Simulationsentwickler, falls ihr das gerade seht, entwickelt bitte noch mehr für... Der Typ ist unheimlich. Entwickelt bitte noch mehr Simulationen. Ich mag solche Spiele. Es ist... Aha, das ist ein... PPZ-FH. Wo kommt der denn her? PPZ? Popelpausen? Zur Heide oder so? Man weiß es nicht. Hier sind die Spinde. Der hat doch gesagt, wir sollen ihm folgen, ne? Haut er einfach ab. Wie spät haben wir? 12 Uhr? Ach krass, die Uhr funktioniert sogar. So. Hier haben wir gelbe Tonnen. Die trennen also auch ihren Müll. Das ist schon mal super. Was haben wir hier? Was? Eier? Was? Au, Aqua? Aqua Refreshing? Tasty! Kann ich mir irgendwie hier an der Vending-Maschine irgendwie... Ich bin so thirstig. Mann, bin ich thirstig. So. Yeah, yeah, yeah! Also diese Welt da draußen, ne? Boah, Alter. Das gleicht ja schon Witcher-mäßig. Boah, ich möchte am liebsten mit dem Pferd losreiten. Das alles? Ach nee, hier geht's noch weiter. Juhu! Der Mann ist so gruselig! Und wieso leuchtet hier der Boden? Ist das hier eine Disco? Oh, hier ist, Das ist ein Zwillingsbruder. Was? Was macht der da? Warum tragen die alle Handschuhe? Das ist mir suspekt, die Firma. Ich will hier nicht arbeiten. Und ist das nicht derselbe wie... Es sind Drillinge. Die nicken alle mit dem Kopf. Ich habe Angst. Ich will in diesem Betrieb nicht arbeiten. Ich will raus. Chef, ich will kündigen. Alter. Hör auf damit. Geh weg. Lass mich. Alter. Was hat der da im Kopf? Der hat eine Ritze auf dem Kopf. Ist übrigens... Wo bin ich hier? Alter, das ist übrigens das gleiche Charaktermodell, nur rasiert. Ich finde, wieso ist... Hä, was ist denn im Tisch da? Ist das... Ach, seine Hose ist im Tisch. Und wieso bin ich... Alter, wieso bin ich so klein? Jetzt bin ich wieder riesig. Jetzt ist alles... Die Menschen sind hier... Ah, okay, ist ein Futterautomat. Was haben wir denn hier? Ah, Retards. Wer kennt's nicht? Und Cornflakes. Ja, oh, guck mal, hast du gesehen? Die Herzchentasse. Oh, wie süß! Und was steht da? Boss. Das ist die Boss-Taste. Ich will gar nicht wissen, wie der Boss aussieht. Wahrscheinlich hat der einen Scheitel oder so. Und hat dasselbe Charakter. Und meine Augen verkrusten schon. Das sind alles Klone! Ja, ich glaube auch. Wieso sind wir so klein? Guck mal, ich gehe denn gerade mal bis zu den Schultern. Ist das hier... Ist das Hitman? Gerade im geheimen Mission? Agent 47? Man weiß... Ah! Ich habe ihn gefunden! Oh mein Gott! Hier sind wir im Herzstück der Wache. Dies ist unser Leitstand. Hier kommen sämtliche Meldungen rein und von hier aus werden alle Einsätze koordiniert. Macht der einen Moonwalk oder was? Ich folge dem mal nicht, dass er uns wegläuft. Da war dein Zwillingsbruder. Alter, wird er die Treppe hoch. Alter, dieses Spiel, oh Gott, das ist zu viel. Oh Gott, ich habe... So sieht also ein Feuerwehralltag aus. Also für die Leute, die gerade vielleicht zusehen und vielleicht Feuerwehrmänner sind, bitte nehmt das nicht ernst, was ich hier sage. Ja, das ist so. Aber ganz ehrlich, so kann doch nicht euer Alltag aussehen, oder? Oh, was ist das denn hier? Oh Gott. Der geht mit mir in ein Zimmer, wo Betten sind. Ich habe Angst. Und ich bin so klein. Ich habe nichts getan, der Feuerwehrmann. Ja, mein Meister. Hier ist unsere Ruheräume. Das einzelne Bett hier auf der rechten Seite ist dir zugeteilt. Da unsere Schichten immer morgens 8 bis 18 Uhr gehen,
hat jeder die Möglichkeit, zwischendurch insgesamt 2 Stunden hinzulegen. Kommt in der Zeit einer Alarmierung rein, heißt es schnell in die Klamotten springen und ab zum Fahrzeug. Die noch nicht verbrauchten vollen Stunden Ruhezeit kannst du später nachholen. Ich will hier schlafen, nämlich wir sind alleine. Huch, wo ist er hin? Ich habe Angst, den zu verlieren. Boah, geil. Boah, diese Spannung und Dramatik. Also, da kommt Last of Us oder so nicht mehr dran. Das ist, also... Was ist das denn hier für ein Raum? Interessant. Ich trinke nur mal einen Schluck. Oh, ich glaube, er nimmt die Kurve, oder? Ja, er nimmt die Kurve. Jetzt so gerade eben... Was ist denn hier? Wo wir gerade sowieso hier vorbei müssen. Ich wollte dir auch schnell den Besprechungsraum zeigen. Hier fragen wir alle unsere... hier fangen wir alle unsere Schichten an. Werden für den Tag einzelne Fahrzeuge zugewiesen und informiert, wenn irgendwas Besonderes ansteht oder vorgefallen ist. Ja, mein Meister. Kann ich mich eigentlich ducken oder so? Ich kann gar nichts machen. Ah, doch. Ah, ich kann hüpfen. Hey. Hey, ich bin größer wie du. Hey, ich bin größer wie du. Hey, ich bin größer wie du. Hey. Hey, ich kann hier runter. Kann ich runterspringen? Ah, ducken geht aber nicht. Okay. Folge deinem Partner. Steuerung. Was? Ich renne mit dem linken Stick und sehe den mit dem rechten um. Okay. Boah, diese Musik, Alter. Artig, große Räumlichkeiten. Aller sinnlos, ja. Ich finde diesen Marmorboden auch sehr schön, die Textur. Ist ein Traum. So. Das ist ein geiles Tutorial, muss ich sagen. Ich habe bis jetzt schon sehr viel erfahren. Wie du unschwer erkennen kannst, ist das unsere Fahrzeughalle. Hier stehen sämtliche Fahrzeuge, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, gewartet und gewaschen werden. Vom Einsatzmessfahrzeug über Tanklöschfahrzeuge bis hin zum Turbolöscher ist alles vertreten, was für unsere Aufgaben notwendig ist. Was ist denn bitte ein Turbolöscher? Ich bin gespannt. Oh Gott, das kann nur heiter werden. Oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Hilfe. Oh, ich muss mal eben was wegmachen, warte mal. Hallo? Geh da, geh weg. Oh Gott, ich versuche mal gleichzeitig gerade zu folgen, gleichzeitig mal eben das Aufnahmefenster hier. Warum ist denn das Auto hier so hochgebockt? Ich habe Angst. Hilfe. Wo geht der mit mir hin, der Mann? Oh, guck mal, die sind schon wieder... Jetzt sind wir wieder am Start, ne? Ich hau ab. Ciao. Tschüss. Oh, das ist mir... Nee, das gefällt mich. Ach, guck mal, man kann sogar frei rumlaufen. Hey, you. Hey, you. Aber komm, muss man da ganz ehrlich sagen, für eine Simulation sieht das mal gar nicht mal so schlecht aus, ne? Mal so zur Info. Gut, diese Simulationen sind jetzt nicht so... gut angesehen, ne? Was ist das denn hier? Ach, wahrscheinlich so ein Übungshäuschen. Wo kommt der denn her? Die sind alle so suspekt hier. Nicht, dass sie mich noch gleich anfassen, alle. Ich habe Angst. Was wird der Mann mit der Ritze auf dem Kopf? Hier befinden wir uns in der Wasch- und der Instandhaltungshalle. Jeder Fahrer ist für den Zustand seines Fahrzeugs zuständig. Darunter fällt die tägliche Kontrolle aller Funktionen und natürlich auch das Reinigen der Fahrzeuge. Aufgaben wie Fahrzeugpflege können normalerweise bequem zwischen den Einsätzen erledigt werden. Was macht er mit seinen Beinen da unten? Können wir normal bequem zwischen den Einsätzen erledigt werden. Die Fahrzeugkontrolle sollte morgens immer zuerst gemacht werden, damit es im Einsatz keine bösen Überraschungen gibt. Hochdruckreiniger findet man an der Seite der Halle. Bei schönem Wetter kannst du den Wagen auch draußen waschen. Achte allerdings darauf, dass der Schlauch nicht unendlich lang ist. Der redet von Schlauch, der Mann. Ist das hier? Ah, hier ist der Kercher, okay. Alter.
Hier auf der Werkbank findest du alles, was du an Werkzeug benötigst. Solltest du beim Fahrzeugcheck feststellen, dass irgendwas nicht funktioniert, kannst du es dir passende Werkzeug holen und das Fahrzeug instand setzen. Begib dich einfach mit dem Werkzeug vorne an das Fahrzeug, der Rest erledigt sich von selber. Fummle aber nichts aus. Langeweile am Fahrzeug herum, wenn es nicht defekt ist. Das sieht der Chef gar nicht gerne. Also ich brauche nur einen Hammer holen, wenn irgendwas zu reparieren ist und dann funktioniert es. Das ist schon mal super. Sehr schön. Das ist super. Das freut mich. So. Dann gehen wir nach draußen. Oh Gott. Oh, es wird dunkel. Wo geht der mit mir hin? Freunde. Huch. Ich komm die Kante nicht hoch. Ich habe wenig Angst, was der mit uns vorhat. Ja, wow. Guck mal, da hinten ist eine Disco wahrscheinlich. Deswegen sind da die zwei Leuchtstrahlen. Wow, diese Spielwelt ist ja ein Traum. Was ist das hier? Das, was der Trainingsturm befindet, sich rechts von dir und ein Autowrack mit einigen Kisten links. Benutze dies für das Training. Zwischen Einsätzen kannst du auf eigene Faust trainieren. Geh dazu nahe heran und drücke die Oben-Taste. Weitere Instruktionen folgen dann. Das verfügbare Training wird vom Einlassfahrzeug bestimmt, dem du zugeteilt bist. Chef, es wird dunkel, ich muss nach Hause. Wow. Autowrack. Mhm. Oh Gott. Der Mann geht mir im Dunkeln irgendwo hin. Huch. Ach, Licht geht an. Ach, cool. Der ist mir ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Es ist echt sehr merkwürdig. Hier, Alter. Hier steht jemand. Guck mal, da hinten läuft. Guck mal, da hinten läuft eine Hase. Oh, wie süß. Alter. Oh, wie süß. Was? Hier haben wir eine Wasserquelle. Benutze diese, um deine Wassertanks aufzufüllen. Nebenbei kannst du auch gleich deine Tankanzeige kontrollieren. Die Wassertanks können auch bei Hydranten aufgefüllt werden. Diese werden auf der Karte angezeigt. Benutze L3, um raus und rein zu zoomen. So, das war's auch schon mit unserer kleinen Führung. Ich teile dir hiermit jetzt noch ein Einsatzfahrzeug, Florian 1, für den restlichen Tag zu. Mach dich am besten zuerst ein wenig mit dem Fahrzeug und den sonstigen Steuerungen vertraut. Ich mache mich dann auch mal wieder an meine Arbeit. Viel Spaß und willkommen in unserer Truppe. Oh Gott, das wird so. Oh Gott, ich bin irgendwie oben drauf auf dem Bild. Ich glaube, ich sollte. Ich bin gleich wieder da. Warte mal eben. Ich werde mal eben. oh Gott, das ist so. Warte mal, Kameravoreinstellung. Oben links. So. Ja, ich glaube, probieren wir mal so aus. Vielleicht ist so. Nein! Oh Gott, nein! Nein, Tutorial nicht spielen. Ich habe aus Versehen Spiel beenden gedrückt. Es tut mir leid. Oh Gott. Es wird so fürchterlich. Ich habe mal eben die Position gewechselt. Ich glaube, besser. Feuerwehr. Berufsfeuerwehr. Die Simulation. Oh Gott, das wird so fürchterlich. Jetzt haben wir Florian 1. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier auch so ist. Wenn ich jetzt Tutorial. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur eine schnelle 60-10 Kürze. Was machen die da alle? Wieso machen die alle Synchronarm heben? Dir teile ich heute das Einheitsfahrzeug Florian 1 zu. Solange nichts anderes ansteht, kannst du den Routinenaufgaben nachgehen und Übungen machen. Hauptsache, du sorgst immer für die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut aus. In Schuss aus. Entschuldigung. Ich hoffe, dass das auch für die Funktionalität gilt.